Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Projekt von mir. Ja, schon wieder ein neues Projekt. Diesmal wird es wieder einmal ein Let's Schlotter, nachdem ich ja mein letztes Let's Schlotter abgebrochen habe, weil es einfach zu langweilig war. Also das Spiel an sich nicht so wirklich gruselig, sondern sehr repetitiv. Habe ich mir jetzt auf Steam gerade ein Early Access Spiel zugelegt, das mich allein schon im Video, in den Teaser-Videos auf Steam sehr, sehr angefixt hat. Ihr seht es hier, Darkwood. Und wie gesagt, es hat mich nicht nur angefixt, es hat mich schon echt zum Schaudern gebracht. Ich fand es mega gruselig. Und ich glaube, ich werde mir richtig in die Hosen scheißen. Mal gucken, falls das ganz erfolgreich ist und falls unter den Videos entsprechend steht, sagt mir, ob ich eine Facecam einblenden soll. Würde ich dann machen. Habe ich jetzt gerade nicht an. Ich will es erstmal antesten, das Spiel. Aber nach dem, was ich gesehen habe, ist es sehr geil, denn die Maps und alles, worauf man sich so ein bisschen bewegt, ist random generiert. Und das ist natürlich schon mal sehr cool. Außerdem hat es leichte RPG-Einlagen und es hat so einen schönen 16-Bit, so einen 16-Bit Top-Down-Stil. Und das finde ich auch schon sehr schön. Ich mache einfach mal Play und ja, mal gucken, was auf uns zukommt. Ich denke, ich muss im Nachhinein noch vieles, vieles heller machen. Aber schauen wir mal, wie das wird. So, natürlich New. Ihr seht, ich habe es noch nicht einmal gespielt. Ich habe es einfach bloß angestellt und ich hoffe, Permadeath Off. Genau, Permadeath geht halt auch. Es gibt Prolog, nein. Permadeath macht das Ganze natürlich gruseliger. Aber vielleicht auch ein bisschen langweiliger, weil ich dann nämlich ständig wieder von vorne anfangen muss. Auch hier, schreibt mir mal einfach in die Kommentare, ob ich den Permadeath anschalten soll. Dann fange ich nochmal ein neues Leben an. Mit Permadeath, falls ja. Es wird jetzt eine kleine Testaufnahme, mal sehen, wie ihr es findet, wie ich es finde. Und dann schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe, euch gefällt es. Und ja, ich gucke gerade mal, Aufnahme läuft. Ich stubble schon wieder viel zu lange, nämlich gerade so 2 Minuten und 14 Sekunden. Also, fangen wir mal an. Generating World. This may take a few minutes. Okay, also es wird unsere Welt generiert und das kann ein paar Minuten dauern. Und fuck, ich habe jetzt schon Schiss. Es ist noch nicht ganz dunkel bei mir hier, sondern so dämmerig. Und das Problem ist aber auch, dass draußen gerade nicht mehr so schönes Wetter ist. Heute war der ganze Tag Sonne, aber jetzt gerade ist irgendwie sehr... Ja, ich weiß, es ist sehr schlecht zu beurteilen. Wird es noch regnen? Es ist ein bisschen zugezogen, aber noch nicht dunkel genug für Regen. Aber ich sitze ja auch fast in einem Wald mit meiner Wohnung hier. Das ist ja recht waldig hier. Macht das Ganze nicht unbedingt einfacher. Ich wohne ja in so einem Haus, in einem WG-Haus, das sehr groß ist und ja, direkt halt an einem Waldstück liegt. Und da sind solche Spiele wie Darkwood oder eben wie Slender oder auch Filme wie Paranormal Activity echt kein Zuckerschlecken. So, das Ganze ist übrigens in der Early Access, in der Alpha, entsprechend, wundert euch nicht, es dauert sehr lange gerade, wie ihr seht, ich klicke gerade mal, nö, passiert nichts. Ich versuche das Ganze ein bisschen mit Gesabbel zu überdecken, aber jetzt werde ich einfach mal dann einen Cut machen und wenn es weitergeht, werde ich einfach wieder anfangen. Alter, ist es laut! Vater. Fängt ja schon mal gut an. So, ich bewege meinen Charakter mit der Maus, also die Blickrichtung mit der Maus und... Oh, mit WASD, Entschuldigung. Mit WASD. So, ich habe oben links Energie und was auch immer eine Leiste. Ich kann
mir das hier angucken. Table Search. Was haben wir hier? Pills. Value 30, maximal 3. Nehmen wir mit. Inventar. Drop. Achso, hier rüber oder was? Ah ja, okay. Okay. Kann ich das irgendwie closen? Wie close ich das? Okay, einfach wegbewegen. Chair. Track Drop. Alkohol Destiller. Examine. Was? I use this to make Moonshine. Okay, ich mach sowas um. Notes. Examine. Eine. Ich muss es schneller lesen. I don't want to read the. Also okay, ich kenne diese Notizen. Ich möchte sie nicht. Muss ich nicht normal lesen, möchte sie nicht. Table searched. Okay, habe ich durchsucht. I'm too far. Okay. Okay, so eine icy note. Alter! Was ist denn hier los? Mach das nicht so laut. Das steuert sich recht schwammig, muss ich sagen. Deswegen renne ich ständig gegen diesen Stuhl gegen. Hier komme ich irgendwie. Was ist das hier, ey? Barricade Window. Achso, Barricade. Okay, hier ist ein Window barrikadiert. Ja. Und das ist eine Wooden Door. Open. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Chair search. Photo. Camera. Das soll ein Foto sein, okay? Close escape. Das nennst du ein Foto. Was soll das sein? Hier unten steht irgendwas. Irgendeine Nummer. Ist für ein Datum zu sein, oder? 06.85? 2.06? Ich kann es nicht so recht lesen. Kann ich irgendwie aufs Inventar zugreifen? Escape, okay. Ich guck gerade, ob ich irgendwie aufs Inventar zugreifen kann. Ja, das ist bewegen, klar. M, Map, nein. L, nein. J, auch nicht. I, auch nicht. K, auch nicht. Schauen wir mal ganz kurz in die Optionen. In die Controls. Yes. Tab, ja, natürlich. Ja, ich hätte drauf kommen können. Ah Gott, dann muss der. Oh, weia. Ah, hier so craften. Ich hier irgendwie reinlegen? Nee. Na toll. Das wollte ich gar nicht. Gleich schon Pillen weggenommen. Wegschmissen. Lamp, switch off. Ich fällt mir im Traum nicht ein, die auszumachen. Okay, was haben wir hier? Alkohol. Quickly made Moonshine. Whatever. Dann haben wir hier Wood. Das ist bestimmt zum Barrikadieren. Matchstick. Da kann ich bestimmt zuhauen. Front Door Key. Okay. Und ein Rack. Ein Rack, nicht sowas wie ein. Noch mehr Notes. Okay. Barricaded Window. Oh, da, da. Ich bin echt nicht gemacht für solche Spiele. Trapdoor Examen. Ah, use this door, some stuff. Jammed. Was ist jammed? Lockpick. Okay, also es ist verschlossen. Was hat er gerade geknarrt?
ich kann laufen. Oh, ich will da schon gar nicht mehr raus. Lasst mich hier in Ruhe. Ich bin für solche Spiele nicht gemacht. Okay, wenn ich lange drauf bin. Okay. Das ist die... Ah ja. Genau, wenn ich länger drauf bleibe, kann ich da irgendwas benutzen. So, was kann ich hier open? Trapdoor? Use lockpick. I don't have a lockpick. Okay, schade. Ich möchte hier nicht raus, ich möchte hier nicht raus, ich möchte hier nicht raus. Und warum knackt das überall so? Unlocked. Dislike. Ach du Scheiße. Ah, das Spiel ist übrigens von einem polnischen Entwickler, wenn ich mich nicht ganz irre. Und, ich frage mich, was mit den Polen eigentlich falsch ist, dass sie solche Spiele wie The Witcher, Don't Starve und Darkwood machen. Habe ich da gerade einen Hund? Rope. Rope ist gut. Ich habe gerade einen Hund. My dog. I don't think he's going to make... As I should... Oh nein, ich kann doch nicht hauen. Ja, aber wie? So, was haben wir denn hier? Rope, Alkohol, Wood, Matchstick. Was ist denn ein Matchstick? Sieht aus wie ein Streichholz. Okay. Ja, es sind 12 Streichhölzer. Aber wie mache ich? Ich kann doch nicht ohne Waffe hier rausgehen. Wenigstens irgendwie Holz. Irgendwas. Press Space to jump over. Okay. Ich will noch gar nicht über irgendwas rüberspringen. Ich möchte mich hier erst ganz in Ruhe und ganz langsam umgucken. Ich fühle mich hier gerade noch ein bisschen sicherer. Ich habe gehört, es soll auch Tag werden können. Also, man soll sich am Tag dann quasi Handel treiben können und so Sachen und sich halt langsam vorbereiten und Fallen aufstellen und nachts dann halt verbarrikadieren und hoffen, dass man überlebt. Oh, großer Herr im Himmel. Warum mache ich sowas eigentlich immer wieder? Jedes Mal fange ich mit sowas an. Und jedes Mal bereue ich es nach 10 Minuten. Was ist das? Was bist du? A tree. Kann ich nicht drüber springen. Dann kann ich überhaupt nichts mehr machen. Okay. Alter, ich habe gerade irgendwo geknackt. Hier noch irgendwelche anderen Tooltips? Hm, rüberhüpfen kann ich nicht. Ah, hier liegt eine Axt. Ah. Pick up that axe. Press tab to access your inventory. Equip the was auch immer. The axe. Repair. I don't repair. Okay. Die Axt ist also fast kaputt. With weapon selected in your right mouse pad to take aim, press light. Ah, okay.
ich meinen Hund eigentlich? Woodlocks. Oh ja, die nehme ich gerne mit. Ich bestimmt ein Lagerfeuer draus machen. Repair Kit. Siehst du? Dann kann ich die bestimmt hier repairen. Repair. Muss ein bisschen mit dem Inventory klarkommen, aber gerade. So, soll ich dem Hund jetzt wirklich ein Garaus machen? Es tut mir leid, Waldo. Ja, er hat sich wohl gequält, er hat es nicht mehr lange gemacht und man sollte sein Leiden beenden und... Oh, fühle mich nicht gerade gut dabei gerade. Bei dieser Produktion sind keine echten Tiere zu Schaden gekommen. Oh, wie schnell die Axt Schaden nimmt. Ist ja krass. Press Left Shift to run. There's no escape from these woods. Oh, the rats can. Oh mein Gott. Ja, genau, halt doch das Maul. Oh Gott. Alter. Was ist eigentlich falsch bei euch? Bei euch allen? Wer denkt sich solche Spiele aus? Ernsthaft? Und wenn ja, warum? I should craft a torch. Press Tab to access your inventory and crafting menu. So, torch. Was denn? Zwei Torches. Eine rote. Oh Gott, das wird hier immer besser. Also gemacht ist das Spiel echt gruselig. Alter Vater. Oh. Komme ich irgendwie weiter? Hier? Ich sehe doch nichts, das können wir doch nicht machen. Oh Gott. Okay. Where the heck? Window. Okay, jetzt kratzt es mir am Kopf, das ist nicht gut. Chair. Wardrobe. Ah, okay. Ein weiteres Rack. Kann ich hier irgendwie nicht mit Rechtsklick schon nicht nehmen? Nee. Brot. Eine Flasche. Mein Inventar ist nicht gerade groß. Noch mehr Racks. Noch mehr Racks. Was mache ich denn mit Racks? Bestimmt noch mehr Torches. Okay, ist egal. Also die Torch ist überhaupt weg. Das ist nicht so egal. Mhm.
Oh, hab ich. Alter. Was ist hier los? Nehmen wir schon wieder 21 Minuten auf. Okay, für euch ist ein bisschen weniger, weil ich ja den Ladescreen rausgeschnitten habe. Ich sollte mir neue Torches machen. Ich habe mir sicherheitshalber einfach mal zwei. Also. It's too dangerous to go outside to go alone. Take one of these. Ist hier noch irgendwas? La 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 la. Was ist das hier eigentlich? Ich kann es nicht so richtig erkennen. La 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 la. The torch went out. Das ist okay. Ich will mal zu auf I drücken. La 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 la. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich. So ausgesprochen fröhlich. Clovis. Noch mehr Rex, die ich irgendwie alle nicht gebrauchen kann. Was auch immer ich mit Rex tun soll. Okay. Doorway. Repair. Okay, also ich könnte hier die Tür reparieren. Und mich dann hier langsam irgendwo verbarrikadieren und so eine Art Heim einrichten. Die Frage ist natürlich, wie sicher man in solchem Heim, so einem Heim ist. Kann ich eigentlich einfach so abspeichern? Ich muss mal gucken. Nein. Wie speichert man? Ich wollte einfach nur mal schnell aufnehmen. So eine halbe Stunde irgendwie. Weil lange halte ich ja solche Spiele nie aus. Bin ja da so eine Pussy. Aber wenn ich nicht weiß, wie ich speichern soll, wie soll ich denn das machen? Das sieht voll vertrauenserweckend aus hier unten. Hallo? I think this one is still alive. Ah, okay, ein Typ. Big metal key. Okay. Der Fug? Fuck. Was zum? Hat er uns gerade entführt? Oh mein Gott. Oh mein Trapdoor. Was zum Fick? Wunderbar barricaded. Alter, die Geräusche, ne? Ich möchte gerne jetzt hier abspeichern. Oh mein Gott. Close search. Wire? I'm hurt. I could use a wreck and craft bandages. Ah ja, sehr gut. Das möchte ich gerne. So, craft bandages. Was haben wir denn hier noch? Lockpick. Okay, bandages craften. Nein! Fuck, jetzt hab ich's gedroppt. Bandages. So. Use. Okay, länger drauf bleiben. Mach ich. Jetzt use ihr das? Ah ja, okay. So viel besser geht's mir damit jetzt aber auch nicht. Oh,
Es dauert lange, alter Vater, bis er sich bandagiert hat. Ja gut, okay, ich meine, warum auch nicht? Genau. So, was haben wir noch? Trapdoor Examen. In entry to small cellar, probably for storing food. Ha ha ha. Lockpick, glaube ich, konnten wir craften, ne? Ja. Machen wir das auch mal. Open, examine, use lockpick. Unlocked. Flashlight und eine Schaufel. Beides nicht gerade sehr sehr heil. Okay, nehmen wir erstmal die Schaufel. Wooden Door. Okay, es scheint ja ein Teil Ausgang zu sein. Barrikadiert. Von innen? Von außen? Von innen? Von außen? Gut. Okay. Kann hier nichts auswählen. Und nicht länger drauf bleiben? Nö. Jetzt einfach mal die Schaufel in die Hand, um notfalls mich wehren zu können. Warte mal, kann ich hier vielleicht. Oh, das macht verdammt viel Lärm. Wie komme ich jetzt raus? Freunde der Sonne. Hier ist nichts. Das muss ja hier irgendwie weitergehen. Okay. Ich will wieder zurück in mein Haus. Cages? Willst du mich verarschen eigentlich? I don't have a lockpick. I can't craft a lockpick. Ah, okay. Was war das? Ich habe eine Schaufel und ich werde es benutzen, wenn es sein muss. Ah! Ich hab doch was gehört. Stop dragging? Hallo? Ah, okay. Wie lass es jetzt wieder los? Alter. Hör auf mit dem Scheiß. Ich kann nicht aufhören, das. Wie höre ich auf, das zu draggen? Hallo. Ich schiebe das jetzt die ganze Zeit vor mir her. Was echt unpraktisch ist. Hallo? F, E, irgendwas? Das ist jetzt unpraktisch. Steuerung. Mal gucken hier.
Options, Jump, Space, Dodge, Left Control, Reload, Inventory, mittlere Maus, Special Attack, okay, Journal, J. Habe ich da einen Journal? Habe ich ja gar nicht. Ey, ernsthaft, ich lass das los, Junge. Have skill, okay. Ich kann es nicht loslassen. Okay. Einfach Tab. Okay. Einfach Tab drücken, für alle, die es irgendwann mal spielen. So, Wardrobe. Okay, das sind also Schränke, die kann ich auch vor Türen schieben. Was natürlich praktisch ist. Durchaus sein kann. Barricaded Window. Window. Radio. An old radio. Examine. Switch. Ich mach's dann wieder aus, ja? Soll denn auch für den... Oh nein, Taschenlampe ist alle. Es soll dann auch so Perks und sowas geben. Generator. Generator turned off. The power switched. I suddenly hear a voice. Gasoline, gasoline. Suddenly the voice turns into a rumble. What are you looking at? Get me some booze. Spricht gerade dieser fucking Generator mit mir? Habe ich denn jetzt einen Journal? Hab ich nicht. Okay, also der Generator möchte gasoline, gasoline. Barricaded window, das ist ja schön. Metal bat. Examen. Okay, also der Typ auf dem Metallbett ist irgendwie festgekettet und er hat halt irgendwie einen Mantel und einen Hut und er kann sich nicht an das Gesicht erinnern, aber weiß, wer er ist, meinte er. Hat er gesagt. Crate Search. Machen wir. Gasoline. I found that gasoline. Ich möchte das gerne Quick Loot, falls es irgendwie geht. Wood ist auch immer gut. Nail, damit kann ich bestimmt irgendwas. A Dog Tag. A note found. Steht Malkulsk? Okay. Nee, ich wollte gerne wieder zum Generator hier. Yeah? Equip that gasoline tank or hover your cursor and okay. Gasoline. Auf die drei. Generator. Der Tank ist empty. Okay. Das ist sehr hell jetzt. What the fuck? Warum ist es so hell? Weil da ist ja gar nichts mehr. Wunder. Nicht so offen. Lamp. Switch off, switch on, bla bla. Barricaded window.
Ich trau dem Frini nicht. Ist da irgendwo noch was? Hier. Ja. Warte. Kann ich doch bestimmt was basteln. Was haben wir denn hier? Plank with nails. Warte mal. Plank with nails? A cool weapon. Don't expect... last very long. Schau. Ich möchte das gerne. Ja. Tausche mir doch gleich mal aus. So, ich hätte aber trotzdem gerne einen Lockpick. Aber warte mal, kann ich das hier vielleicht aufschließen? Ja. Hallo? Help me, oh mein Gott. Aua, aua, aua. Du dummer Penner, hör auf mich anzugreifen. Man, search. Wow, wow, wow. Wow, 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 was geht hier ab, Leute? Was nun? Bist du tot? Rise and shine. Ich glaube, ich bin gerade gestorben und tauche jetzt wieder auf. Nun gut, was auch immer. Ich glaube, ich mache jetzt hier mal eine Aufnahmepause, denn gerade habe ich so ein... Also ich habe so leicht einen Blutgeschmack im Mund, was daran liegt, dass mir das Herz bis zum Hals schlägt. Sag mir mal, wie es gefallen hat. Ich finde es sehr, sehr spannend. Es ist noch ein bisschen schwammig, die Steuerung, aber es glaube ich muss so. Wolfman? Oven. Ich versuche irgendwie mal zu speichern und wenn nicht, dann klappt es halt nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich eine Facecam reinpacken soll und, weil ich habe ja auch so ein unglaublich schlimmes Game-Face, und ob ich ein Permadeath anschalten soll. Allerdings glaube ich, dass Permadeath auf Dauer ein bisschen anstrengend werden könnte, gerade noch hier. Schreibt mir ansonsten, wie es euch gefällt. Ich bin gespannt auf eure Meinung und wünsche euch dann noch einen wunderschönen restlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Tschüss.